Jo, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Case Clickers Road to Knife. Und ja, wir sind immer noch in der zweiten Staffel und heute wird richtig gegönnt. Wir werden heute 20 Gamma-Kisten öffnen und dann noch 5 Fälschchen. Gamma-Kisten kosten einfach 15 pro Kiste. Und dann nochmal 2,50 pro, um die Kiste überhaupt aufzumachen. Das sind wir dann bei 17,50 pro Kiste. Bei der Gamma. Das ist verdammt teuer. Ich würde sagen, wir fangen an mit den 5 Fällchen-Kisten. Und oh, da waren ein paar schöne Sachen. Unter anderem das Knife. Die nächste Kiste. Ich hoffe natürlich, dass wir heute das Knife ziehen. Ich denke fast, dass wir heute das Knife ziehen müssen. Denn heute wird so auf die Kacke gehauen. Das hier nicht mehr normal. Ach ja, bevor ich es vergesse, ich habe ein richtig nices Knife gezogen. Also das ist richtig geil. Kann ich euch mal kurz zeigen. Es ist ein StatTrak Karambit Vanilla. 301 Dollar. Richtig schönes Knife, meiner Meinung nach. Ein bisschen basic, aber es ist sehr schön. Und ja, die nächste Faction-Kiste. Heute mindestens ein Redskin, meiner Meinung nach. Wir sehen wieder die Glock 18. Letzte Fälschchenkiste. Wenn wir aus der Gamma-Kiste Knife ziehen, das wäre richtig nice. Wir ziehen nochmal die P90 Elite Build. Die sind nicht Factory New aus. Nein, ist er auch nicht. In Factory New will ich sie behalten. Erste Gamma-Kiste. Oh mein Gott, das sind jedes Mal 17,50 Dollar. Und wir ziehen sofort die SCAR 20 Bloodsport. Well-worn behalten wir. Erste gute Sache, die wir hier gezogen haben. Erste gute Waffe. Und weiter geht's mit einer P90 Chopper. Entschuldigung. Das ist mir noch nie passiert. Aber gut. Wartet so. P90 Chopper behalten wir. Ich habe jetzt nicht geschaut, wie viel die kostet. Machen wir gleich. Weiter geht's wieder mit einer P90 Chopper. Diesmal Minimal War. Oh, die kostet auf jeden Fall ein bisschen. Können wir mal kurz gucken. 2,52 Dollar hat die vorherige gekostet. Das heißt, wir haben bisher Profit gemacht mit der Gamma-Kiste. Bisher haben wir Profit gemacht. Weiter geht's dann mit einer Tech 9 Ice Cap. Viel testet trotzdem immerhin 36 Cent. Ah nein, wir haben keinen Profit gemacht. Mir fällt ja gerade ein, dass die 17,50 Dollar kostet. Ah, egal. Nächste Kiste. Und wir ziehen die MAC-10 Carnivore. Minimal Wear. Und die nächste, das ist. Ah, come on. Wir ziehen die SSG StatTrak Battlescar, behalten wir nicht. Nicht in Battlescar. Come on. Und wir ziehen die AUG Aristocrat. Field tested. Behalten wir auch nicht. Come on, bitte das Knife, da war's. Come on, bitte das Knife, bitte. Die R8 Revolver Reboot. 1,23 Dollar Battlescar weg. Come on, bitte. Das Knife. Come on. Wir ziehen die AWP Phobos. Eine sehr schöne AWP. Kostet 6,11 Dollar. Behalten wir. Bitte. Oh, da war ein schöner Skin. Oh, da war das Knife. Und wir ziehen die P90 Chopper. Wieder mal. Diesmal Factory New, die behalte ich auf jeden Fall. Komm mal, bitte, das kann doch nicht sein. Bitte, da war wieder das Knife. Und wir ziehen wieder die Scar Bloodsport. Wieder ein bisschen was reinbekommen. Aber ich will das Knife, komm mal, bitte. Gib mir das Knife, da war das Knife. Komm mal, jetzt aber. Die Sword of StatTrak kostet 5,65 Dollar. Wir bekommen gute Sachen, aber kein Knife. Da war wieder das Knife. Komm mal, bitte. Und wir ziehen die Violent. Der Name, oh, Daimyo. Factory New 2,39 Dollar. Ist nice. Noch 7 Kisten. Come on, bitte, 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 bitte. Und wir ziehen die 5,7. Na, schade. Aber immerhin 4,45 Dollar. StatTrak Minimal Wear. Am Factory New würde ich die, denke ich, mal behalten. Wir ziehen hier jetzt bitte was Gutes. Die MAC-10 Carnivore Field Tested. Noch 5 Kisten. Bitte, 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 bitte das Knife. Come on. Und wir ziehen
Einer der hässlichsten Skins. Bah! Weg. Nächste Kiste. Ich guck weg. Ich guck weg. Und 3, 2, 1. Und die Valentine Daimyo. Diesmal viel testet, kostet sie leider nichts. Noch 3 Kisten. Komm, und das gibt's nicht. Bitte, 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 bitte. Die Sword of Limelight. Ende oder 70. Noch 2 Kisten. Bitte, bitte, bitte. Und wir ziehen die SG. Viel testet. Und die letzte Kiste. Ich werde nachher einfach nochmal ein paar kaufen. Ein paar Gamma-Kisten. Und wir ziehen hier nochmal die hässlichste Waffe von allen. Wir gönnen uns hier nochmal. Wo ist denn die Gamma-Kiste? Hier 1, 2, 3, 4, 5. Keys. Wo ist sie? 1, 2, 3, 4, 5. So, dann würde ich sagen, machen wir die nach dem kleinen Cut auf. So, neuer Tag, neues Glück. Ich werde jetzt nochmal 10 Chroma-Kisten öffnen und nachher noch eine Chroma-2-Kiste. Das ist nicht normal. Wie kann man hier kein Elf ziehen? Ich habe so unnormal viele Kisten geöffnet. So unnormal viele. Allein in diesem Case Opening. Und wir ziehen die System Lock. Digga, come on, bitte. Bitte, 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 bitte. Da kommt's. Nächste Kiste. Und wir ziehen die Deadly Poison. Come on. Bitte gib mir das Knife. Ich will keine Quicksilver. Ich will das Knife. Und wir ziehen die Desert Eagle Statrack. Nicht schlecht, behalten wir aber nicht. Und die nächste Kiste. Leute, wisst ihr was? Ich ziehe jetzt einfach bis 0 runter. Bis dass ich kein Geld mehr habe. Ich guck mal kurz, wie viel ich noch habe. Noch 16 Dollar. Das ist nicht mehr so viel. Come on. Wir ziehen wieder die Catacombs. Nächste Kiste. Come on, bitte. Die Malachit. Oder wie auch immer. Malachite. Nächste Chroma-Kiste. Come on, wir ziehen die Quicksilver. Und die nächste. Die Chroma-2-Kiste. Jetzt all about das Knife. Und wir ziehen die Armor-Core. So, jetzt ziehen wir noch hier alles runter, was geht. Hoffentlich mit dem Knife. Fangen wir an in der Crimson Web. Battle Scout. Für Geld haben wir noch nur 5 Dollar. Das heißt, Roundabout 2 Kisten. Mit Glück 3. Die Chopper Galaxy. Factory New, die habe ich schon. Und Factory New. Come on, jetzt das Knife. Nein. Ah. Ich würde sagen, wir verkaufen hier nochmal kurz das God Knife Safari Mesh. Hässlichste, das hässlichste Knife von allen. Um jetzt nochmal ein paar Kisten zu öffnen. Hoffentlich bitte endlich mit dem Knife. Ich muss doch endlich belohnt werden. Das gibt es doch nicht. Wir ziehen. Titanium Bit. Come on. Da war das Knife. Und ziehen die Blue Fissure. Factory New. Behalten wir. Komm schon. Bitte. Wieder die Glock.
Bitte, 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 bitte. Da war das Knife, nein. Es war so nah. Es war so nah. Und wir ziehen die USB Stainless Factory Unit, kostet sie ein bisschen. Nein. Mein Gott. Was soll ich hierzu sagen? Wir haben einfach kein Glück. Einfach kein Glück. Come on. Page 2000, Statrack 33 Cent. Bitte, jetzt das Knife und ich weiß sowas von zufrieden. Sogar wenn es das Gut-Knife ist, Safari möchte. Jawohl! Endlich! Karambit Slaughter. Das haben wir schon. Egal. Hier. Minimalware. Aber wir haben es im Factory gezogen. Endlich! Haben wir's. Digga, wie viele fucking Kisten habe ich jetzt aufgemacht? Ey, nee. Endlich. Da ist es endlich. Und diese Staffel Road to Knife geht hier auch somit zu Ende. Boah, Digga. Endlich. Und wir ziehen nochmal eine Gamma-Kiste. Geil, Digga. 15 Euro gezogen, also 15 Dollar. Und jetzt ziehen wir jetzt nochmal eine SG. Digga, endlich. Endlich das Knife. Boah. Wo ist es? Hier. Karambit's Log, da haben wir schon. Ist mir sowas von wurscht. Somit würde ich sagen, wenn euch diese Staffel Road to Knife gefallen hat, lasst ein Like da und wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dann, haut rein und ciao.